Das lange Zeit verschollen geglaubte Bildnis Fräulein Lisa aus Gustav Klimts später Schaffenszeit ist wieder aufgetaucht. Ein besonderes Ereignis für das Auktionshaus im Kinski und die gesamte Kunstwelt. Das bisher nur durch eine Schwarz-Weiß-Fotografie bekannte Gemälde überzeugt durch die Intensität der Farben. Die Farbkomposition ist einfach meisterhaft. Sie zeigt einen scheinbar spielerisch leichten Umgang mit Komplementärtönen und Farbresonanzen. Das Rot des Hintergrunds etwa wird dann in den geröteten Wangen von Fräulein Lisa aufgenommen, kehrt in den sinnlichen Lippen wieder und im Blumenmuster des Umhangs. Und es kontrastiert sehr wirkungsvoll und ganz wunderbar mit den Grüntönen, zum Beispiel dem grünen Kleid, das lose herabfällt am Körper von Fräulein Lisa. Vollendet oder unvollendet? Genau in dieser Frage liegt der besondere Reiz des Bildnisses Fräulein Lisa. Weist doch einiges darauf hin, dass das Kunstwerk unvollendet ist, bleibt stets die Frage, wie hätte Klimt weitergemalt? Der Tod des Malers kam der Fertigstellung des Gemäldes zuvor. Große Teile des Bildes sind als vollendet zu betrachten. Nur wenige Details fehlten Klimt noch. Klimt legt besonderes Augenmerk auf das Gesicht und die Hände. Feinste Farbnuancen finden sich in den geröteten Wangen oder den blauen Schattierungen der Augenpartie und des Haarensatzes wieder. Ein breiter Pinselstrich und ein pastoser Farbauftrag machen sich auf der weißen Bluse, dem grün-türkisen Kleid und dem Umhang deutlich. Während das Fräulein Lisa vollendet scheint, deuten die vereinzelten Skizzen darauf hin, dass Klimt den Hintergrund noch mit Ornamenten geschmückt hätte. Das Bildnis Fräulein Lisa bereichert Klimts Schaffen um eine faszinierende weitere Facette und eröffnet neue Blickwinkel auf seine späten Schaffensjahre. Uns begegnet hier ein moderner Klimt, der am Ende seines Lebens zu einer unglaublichen, verblüffenden gestischen Freiheit gelangt und der Farbe bildtragenden Stellenwert gibt. Allein die Gestaltung des roten Hintergrunds, vibrierend und mit dynamischen, langen Pinselzügen, das ist atemberaubend schön.